Nils scheint dich ja ganz schön durcheinander gebracht zu haben. Wenn du jetzt schon im heißesten Mittagsgeschäft zu mir kommst und mir bei der Arbeit zusiehst. Blödsinn. Ich mach mir nur Gedanken. Meine Mutter, die hört natürlich sofort die Hochzeitsglocken läuten. Dabei trauert der Bräutigam in Spe seiner Vergangenheit nach. Also ich glaube ja, dass du mindestens genauso scharf aufs Heiraten bist wie deine Mutter. Kommst du denn jetzt da drauf? Na, wie wohl? Ich habe mir vorgenommen, mehr auf die Zwischentöne zu achten. Wir streiten uns so oft, das macht mir einfach Sorgen. Marie, du machst dir viel zu viele Gedanken. Wenn man sich scheiden lässt, das ist ein endgültiger Abschied. Ist doch klar, dass er daran zu klabbern hat. Und du? Denkst du darüber nach, ob du Bens Antrag annehmen sollst? Zumindest das bin ich ihm schuldig. Wenn du dich jetzt ganz spontan entscheiden müsstest, ohne nachzudenken, was würdest du dann sagen? Ja oder nein? Nein. Ich kann Ben nicht heiraten. Zumindest noch nicht. Wir sind doch noch gar nicht so lange zusammen. Ich bin mir halt einfach noch unsicher. Der Arme. Ich werde heute Abend versuchen, mit ihm in Ruhe darüber zu reden. Vielleicht kann er es ja verstehen und ist nicht allzu enttäuscht oder gar beleidigt. Viel Glück. Mir ging das ganz genauso. Sogar Felix und Miriam sind sicher, dass die Dame echt ist. Also, dass es Silvia Wielander ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es verschiedene Menschen sind. Anfangs haben alle so reagiert, inklusive Werner, aber inzwischen... Vielleicht komme ich ja auch noch an den Punkt. Aber wirklich dran glauben tust du nicht. Es gibt Beweise, Felix hat mir das erzählt. Ich habe leider nur vergessen, was für Beweise das waren. Beweise kann man fälschen. Als ich mich in der Praxis von ihr habe untersuchen lassen, da... Sie ist Ärztin? Nein, Krankenschwester. Vor ihrer Hochzeit hat sie bei Evelyn... Ich meine, bei Frau Dr. Konopka in der Praxis gearbeitet. Was war denn nun in der Praxis? Ja, während sie mich verarztet hat, habe ich sie auf die Ähnlichkeit mit der Heidenberg angesprochen. Da ist sie richtig zickig geworden. Und ich sagte ihr, dieser Blick... Ach, es könnte schlicht auf die Nerven gegangen sein, dass alle Menschen sie immer wieder mit dieser Person vergleichen. Könnte. Aber du denkst nicht, dass es so war. Ich weiß nicht, vielleicht tue ich dieser Dame ja Unrecht, aber ich fühle mich einfach nicht wohl in ihrer Gegenwart. Diese Frau ist mir einfach unheimlich. Hätte man die Leiche doch damals gefunden, dann gäbe es Gewissheit. Perfekt, dann treffen wir uns morgen bei den Ställen. Reithelm bekommen Sie von mir, ja? Vielen Dank. Bis morgen dann. Entschuldige, du hast wahrscheinlich gerade Pause, aber der Nachmittag ist für mich immer Rush-Hour. Dauert auch nicht lang. Ich wollte mich nur mit dir verabreden. Ich glaube, du brauchst heute Abend ein bisschen Ablenkung. Was hast du vor? In Tölz hat so ein neues Restaurant aufgemacht. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Nur wir zwei, romantischer Abend. Lieber nicht. Ich glaube, ich bin heute keine gute Gesellschaft. Komm, jetzt stell dich nicht so an, du bist endlich geschieden. Es muss gefeiert werden. Mir ist wirklich nicht nach Feiern zumute. Selbst mit mir nicht? Nein. Selbst mit dir nicht. Ich muss los. Ich habe gleich Personal Training. Nach der Begrüßung zeigen wir zunächst den Film aus Tansania, dann die Grußworte und zwischendurch immer wieder ein bisschen Musik. Rosalie, hilf mir mal bitte, ja? Keine Zeit. Frau Saalfeld, ich habe mir ein paar Formulierungen für die Moderation überlegt. Was halten Sie denn von folgendem? Entschuldigt mal kurz. Ja, also wenn ich Sie vorstelle, lieber als Mutter Teresa des 21. Jahrhunderts oder als Florence Nightingale des schwarzen Kontinents. Ich meine, ich könnte natürlich auch sagen Engel der Savanne, aber das finde ich ein bisschen schwächer. Oh nein, das ist alles ein bisschen zu dick aufgetragen. Zu grell und marktschreierisch. Wieso? Das stimmt doch. Sie leisten doch großartige Arbeit. Ja, schon. Nur ich möchte nicht zu sehr in den Vordergrund treten. Das ist mir ein wenig unangenehm. Sind so bescheiden. Klappern gehört nun mal zum Handwerk und wir wollen doch möglichst viel Geld für Ihre Arbeit sammeln. Ich glaube aber nicht, dass wir zu laut klappern sollten. Wissen Sie, ich organisiere seit fast 20 Jahren solche Veranstaltungen.
Und ich weiß, Zurückhaltung und Bescheidenheit kommen besser an als Prahlerei. Gut, also ich finde das nicht geprahlt, aber wenn Sie meinen, dann überlege ich mir was anderes. So. Wunderbar. Voilà. Sehr schön, sehr schön. Ui. Muss nicht nervös sein, ist nur die Generalprobe. Ich bin trotzdem total aufgeregt. Okay. Lass dich ansehen. Du siehst fantastisch aus. Emma, das ist wirklich lieb, dass Sie Ihre Kleider zur Verfügung stellen. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich werde mal schauen, wo ich entlanglaufen muss. Nicht, dass ich mich nachher gleich auf die Nase lege. Na gut. Felix? Ja? Eine Minute unter vier Augen. Ich bin heute Morgen Werners neuer Frau begegnet. Und du denkst, dass es die Heidenberg ist, oder? Johann meint, es gäbe Beweise für das Gegenteil. Den Personalausweis zum Beispiel. Den kann man fälschen. Ja, nicht mehr so leicht. Außerdem war sie jahrelang verheiratet. Und der Abdruck ihres Gebisses wurde mit alten Röntgenbildern von Sylvia Wielander verglichen. Und die beiden stimmen überein? Ja. Ich dachte, ein bisschen Farbe könnte dich aufmuntern. Dank dir. Kann ich wirklich gut gebrauchen. Wieder keine Patienten? Nur eine ältere Dame, deren Enkel keine Zeit hatte, sie zum Kollegen ins Nachbardorf zu fahren. Ach Gott, nochmal, ich könnte mich ohrfeigen, dass ich auf diesen Schreiberling reingefallen bin. Ach, der Artikel war ja nur der Anlass, aber nicht der Grund, warum die Leute nicht mehr zu mir kommen. Seit der Approbationsgeschichte trauen sie mir einfach nicht mehr. Du wirst sehen, die kommen bald wieder. Es muss nur einer mal anfangen und dann ist das Wartezimmer wieder gerammelt voll. Du bist ein unverbesserlicher Optimist, oder? Ja, sonst kann man das Leben ja nicht aushalten. Als ich damals meinen Hof verloren habe und als ich dann im Gefängnis saß, wenn ich damals nicht darauf vertraut hätte, dass es irgendwie weitergeht, hätte ich aufgegeben. Du hast das Glück mit der kleinen Statue wirklich verdient. Jetzt kannst du dir deine Farm in Kanada kaufen. Du wirst sehen, bei dir wird auch alles bald wieder gut werden. Du musst nur ganz fest dran glauben. Also gut. Ich werde fest daran glauben. Ich wäre aufgeregt. War ich aber gar nicht. Ich habe einfach mein Dirndl eine Runde präsentiert. Das war, als ob ich es jeden Tag machen würde. Ja. Weißt du, das wird morgen vielleicht anders sein, weil heute war ja nur die Generalprobe und wenn dann morgen die ganzen wichtigen Leute da sind, dann werde ich bestimmt Lampenfieber haben. So schlimm wird's schon nicht. Wenn. Du darfst mir bitte nicht sauer sein, dass ich nicht gleich Ja gesagt habe. Ich bin nicht sauer. Aber enttäuscht. Kannst du das nicht verstehen? Doch, natürlich. Und deshalb würde ich gerne heute Abend mit dir über alles in Ruhe reden. Heute Abend? Ich würde zu dir kommen und wir kochen was zusammen. Ach, Emma. Gut, dass ich dich noch erwische. Hier, das soll ich dir bringen. Vom Juniorchef. Das ist eine Hühnersuppe, damit du schneller wieder gesund wirst. Oh, das ist aber nett von Felix. Am besten, du machst sie dir heute Abend in der Wohnung noch warm. Hm? Und dann aber ab ins Bett. Danke. Ja, dann wird es ja wohl heute leider nichts mit unserem Abendessen. Wieso? Wir können die Hühnersuppe doch gemeinsam als Vorspeise essen. Und als Hauptspeise kochen wir uns dann, was weißt du, was passt am besten zur Hühnersuppe? Das ich schon. Damit du morgen wieder fit bist, sagt dein geliebter Felix. Er ist nicht mein geliebter Felix. Wie auch immer. Frau Sonnenmichleid recht. Iss die Suppe und dann leg dich ins Bett. Aber wir müssen mir ist heute sowieso nicht nachkochen. Ein Abend alleine tut mir mal ganz gut.